Ja, hallo liebe Fußballfreunde. Heute fand die Auslosung für das Viertelfinale der Champions League 23/24 statt. Natürlich auch mit dem FC Bayern München und BVB aus der Bundesliga. Dann schauen wir uns jetzt mal die Partien an für das Viertelfinale der Champions League. So, dann geht's los mit Paris Saint-Germain zu Hause gegen den FC Barcelona. Ja, Paris hat im Achtelfinale der Champions League Real Sociedad aus dem Wettbewerb geworfen und der FC Barcelona den SSC Neapel. Wenn man schon mal eine kleine Prognose oder Tipp abgeben kann und darf, sage ich schon mal, dass der FC Barcelona hier das Duell gegen Paris gewinnen wird und ins Halbfinale einziehen wird. So, dann kommen wir zur nächsten Partie im Viertelfinale der Champions League. Ja, Atletico Madrid zu Hause gegen Borussia Dortmund. Ja, Atletico Madrid hat Inter Mailand aus dem Wettbewerb im Achtelfinale geschmissen und die Dortmunder den PSV Eindhoven. Ja, das wird natürlich ein Kampfspiel. Man kennt Atletico Madrid, sie spielen immer sehr defensiv und das wird ein schweres Spiel für den BVB. Ich hoffe und drücke den Dortmund aber die Daumen und dass sie ins Halbfinale reinrutschen. Ja, liebe Fußballfreunde, was glaubt ihr? Hat der BVB die Möglichkeit, ins Halbfinale reinzukommen? Schreibt's in die Kommentare. So, dann schauen wir uns die nächste Partie im Viertelfinale an. Ja, das Hammerspiel muss man sagen. Real Madrid zu Hause gegen Manchester City. Ja, Real Madrid hat leider RB Leipzig aus dem Wettbewerb im Achtelfinale geworfen, klar verdient. Ist trotzdem schade, Leipzig hätte auch ein Weiterkommen verdient gehabt. Ja, und Manchester City hat das leichteste Spiel so gehabt, sage ich mal, gegen Kopenhagen, hat natürlich auch die zwei Spiele bzw. insgesamt gewonnen. Na gut, und hier einen Tipp abzugeben ist natürlich mega schwer. Ich setze hier mal auf Real Madrid, dass sie weiterkommen. Ja, liebe Fußballfreunde, dann bleiben noch zwei Teams übrig. Richtig, der FC Bayern München trifft im Viertelfinale der Champions League auf Arsenal London aus der Premier League. Ja, Arsenal London hat sich im Achtelfinale gegen den FC Porto durchgesetzt und der FC Bayern dann doch in zwei hart umkämpften Spielen bzw. im Hinspiel gegen Lazio Rom. Klar, vor ein paar Jahren hätte man vielleicht noch gesagt, das ist ein etwas leichteres Spiel vielleicht für die Bayern, aber derzeit ist Arsenal London richtig stark geworden, ist auch Tabellenführer der Premier League. Also dieses Viertelfinale zwischen Bayern und Arsenal wird sehr schwer. Ich hoffe und drücke natürlich auch den FC Bayern die Daumen. Ich hoffe, dass sie natürlich ins Halbfinale reinkommen und damit Arsenal London im Viertelfinale schlagen werden. Und wenn wir mal hoffen, dass der BVB weiterkommt, müsste Dortmund im Halbfinale entweder gegen Paris spielen oder den FC Barcelona. Ja, und die Bayern würden auf ein Weiterkommen gegen entweder Real Madrid oder Manchester City im Halbfinale der Champions League treffen. Ja, liebe Fußballfreunde, das sind auf jeden Fall super Partien im Viertelfinale der diesjährigen Champions League. Schreibt mal eure Favoriten, die ins Halbfinale kommen können, in die Kommentare. Ja, liebe Fußballfreunde, das war's. Ich danke euch schon mal für ein Like und für ein Abo für Werners Fußballecke. Verpasst auch meine anderen Fußballvideos nicht. Bis dann, viel Spaß noch. Tschüss.